Einen wunderschönen guten Morgen, ihr lieben Leute. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf unserem Kanal und auch gleichzeitig herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Oh mein Gott, wir haben schon ewig nicht mehr gevloggt. Wir haben jetzt immer hier so Videos gedreht, aber nie irgendwie die Kamera ausgepackt und einen Tag mitgevloggt. Und heute haben wir uns gedacht, machen wir einen kleinen Ausflug und dann nehmen wir euch natürlich mit. Wo geht's hin? Es geht heute an einen sehr schönen Ort. Ich war da also auch in meiner Kindheit schon immer. Es geht in die, ja, in den Bayerischen Wald. Wo es genau hingeht, erzählen wir euch später, zeigen wir euch später. Es geht auf jeden Fall auf einen Berg. Wir haben uns gedacht, wir nehmen die Kamera mit und begleiten den Tag so ein bisschen. Und ja, wir wollen auch später noch Fotos machen dort und was für eine Kampagne machen und so weiter. Genau. Eigentlich haben wir uns eine neue Kamera bestellt, eine Vlogging Cam von Sony, die ZV-1. Die ist vorgestern, glaube ich, rausgekommen, also erschienen. Wir haben sie auch gleich vorbestellt. Und jetzt hat uns der Händler geschrieben, dass die irgendwie ausverkauft ist und wir müssen warten bis, glaube ich, Dienstag oder Mittwoch. Richtig, was mega richtig schade ist, ja, weil wir wollten ja am Dienstag fahren wir in Europapark und da wollten wir die eigentlich auch schon mitnehmen, aber die kommt jetzt nicht mehr rechtzeitig an wahrscheinlich, oder? Also da steht jetzt Dienstag drin, ich weiß halt nicht, wenn wir in der Früh fahren, da glaube ich ist der Postbote, bei uns kommt er immer erst mittags, also es könnte sein, dass wir die nicht mehr bekommen. Es wäre für uns halt einfacher, weil die Kamera ist wirklich bloß so groß, hat ein Klappdisplay, hat ein gutes Mikrofon, also es wäre halt die perfekte Vlogging-Cam und die hier ist einfach so mega schwer, mir fällt gerade der Arm ab. Ja, wir werden sehen, wann die dann ankommt, hoffentlich demnächst. Ihr könnt euch auf jeden Fall ja auf weitere Vlogs freuen die nächste Zeit. Wir haben nämlich richtig Lust und die habt ihr im letzten Video oder vorletzten Video war das. Wann haben wir es verkündet? Ich glaube letzten Video. Nee, vorletzten Video. Letztes Video war ja das Buchverkündigungsvideo. Vielen lieben Dank auf jeden Fall auch für euer Feedback an der Stelle. Hat uns sehr, sehr gefreut. Und euer Feedback zu den Vlogs war auf jeden Fall auch sehr positiv und deswegen gibt es jetzt mehr Vlogs. Und ich würde sagen, bevor dir der Arm abfällt, oh mein Gott, fahren wir los. Oh. When we wake, birds and see the sun, side by side our fears are done, all the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight, found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. So, Freunde, wir sind angekommen und zwar beim Silberberg. Ich muss kurz überlegen, wie heißt der Berg. Ja, und sitzen auch schon in der Seilbahn und es zieht ein Gewitter auf. Ja, wir haben auch vorher schon im Wetterbericht gehört, dass jetzt noch ein paar Stunden schönes Wetter ist und dann sollte es regnen. Sieht man das in der Kamera? Ich zeig's mal. Aber hier hinten. Da ist noch voll so blauer Himmel. Hier ist noch Sonnenschein und da ist schon Gewitter im Anmarsch. Oh Mann. Ja, hoffen wir, dass es noch ein paar Stunden durchhält und wir hier noch mit der Rodelbahn runterfahren können, weil hier ist so eine Rodelbahn und die möchten wir natürlich nutzen. Aber wir fahren jetzt erstmal ganz hoch mit der Seilbahn. Stimmt, wir fahren hier ganz hoch. Wir fahren ganz hoch und dann gehen wir zum Gipfelkreuz und dann gehen wir zurück und fahren mit der, mit der Rodelbahn runter. Und ich habe Höhenangst. Also, ich weiß nicht, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr gerne in der Gondel sitzt. Ich muss sagen, hier geht es ja noch, hier ist nicht so hoch, aber es wird noch höher, glaube ich. Ja, ich glaube auch, dass es noch höher wird. Und schon, ich find's, bin ja schon so ein kleiner Höhenschisser, du nicht? Nee, bei mir geht's eigentlich. Wie geht's, gell? Ich finde es auch gar nicht so teuer. Wir haben jetzt bezahlt für 2 Tickets, hochfahren und rodeln runter, 57 pro Person, also 15 Euro. Das ist echt völlig okay. Schnäppchen. Also wenn ihr mal in der Gegend seid, hier in unserer Gegend, dann fahrt auf jeden Fall zum Silberberg und guckt euch das Ganze mal an. Hier ist echt sehr, sehr schön. Ja, richtig schön. Vor allem, ja, gerade auch jetzt ist ja regionales Reisen auch wieder mehr im Trend. Und das ist voll schön, weil in Deutschland zum Beispiel gibt es ja auch so viel zu entdecken und so viel, voll, was wir auch noch nie gesehen haben, beziehungsweise auch immer wieder sehen könnten. Hier kommen wir echt relativ häufig, aber waren wir schon in der Vergangenheit oft. Ich als Kind war richtig oft da und wir waren auch schon ein paar Mal zusammen hier. Ja, ich finde es halt schön, weil man hier so ein bisschen Natur tanken kann, gell? So, ich finde das voll, voll schön. Ja. Es ist überall Wald.
wir haben jetzt zwei Auswahlmöglichkeiten. Einmal hier zum Gipfel hoch und einmal hier zur Rodelbahn. Und wir gehen natürlich zum Gipfel. Und ich habe hier einen neuen Zeigestab. Aussicht ist auf jeden Fall legendär hier oben. Da ist das Gipfelkreuz, seht ihr bestimmt im Hintergrund. Und ich dachte mir, ich habe mir jetzt hier so ein schönes Plätzchen gesucht. Ich fliege einfach mal die Drohne, die habe ich nämlich dabei. Ich bin schon ewig keine Drohne mehr geflogen. Ich glaube, seit Bali, das müsste jetzt her sein, ich habe ein, zwei Monate nicht mehr mit der Drohne rumgeflogen. Deswegen, ich möchte da jetzt losstarten und packe die jetzt aus. Und dann seht ihr jetzt ein paar Drohnenaufnahmen. Viel Spaß! Birkenstock. Ja, aber die sind einfach so bequem, aber zum Wandern nicht ganz so praktisch. Ja, was heißt Wandern? Wir sind ja eh mit der Seilbahn hochgefahren. Außer die paar Steine hier ist ja sonst wie spazieren gehen. Ja. Wir kommen ja vom Dorf, deswegen alles gut. Aber schaut schön aus. Ja, zeig mal die Aussicht. Puh. Weißt du, wir gehen 3 Meter hoch, bin schon wieder am Ende. Boah. Boah, vor allem voll schön grün. In meiner Sonnenbrille schaut es gleich noch grüner aus. Dreamy. Also, ja, Bayerischer Wald ist schon schön. Ja. Die Heimat. Sollen wir jetzt noch ein bisschen wandern eigentlich? Ja, wir wandern jetzt. Oder runter wandern. Zur Rodelbahn wandern. Zur Rodelbahn, stimmt. That's a good idea. Aber voll schön. Oh. Nimm nochmal einen tiefen Schluck der frischen Bergluft. Tiefen Schluck. Das heißt, oh, einen tiefen Schluck. Einen tiefen Zug. Eine Zug. Tiefe Einatmung. Nee, aber voll schön. War voll die gute, spontane Entscheidung, dass wir hergefahren sind, weißt oder? Weißt du, was ich gestern gelernt habe? Ja, mhm. War eine gute Entscheidung. Aber gestern habe ich im Livestream gelernt, dass wir nicht gleichzeitig durch die Nase, durch beide Nasenlöcher einatmen, sondern nacheinander. Ah. So, kleiner Fun Fact. Okay, good to know auf jeden Fall. My ears on the run. So, wo geht's jetzt hier zur Rodelbahn? Ich glaube hier lang. Da steht zur Mittelstation. Ah ja, da müssen wir hin. Mittelstation klingt gut. Hier gibt es ja sogar, ich weiß nicht, waren wir da schon mal zusammen drin? Da gibt es ja sogar so ein Bergwerk. Ah nee, da war ich noch nicht. Ah, das ist voll cool. Da kann man nämlich reingehen und so eine Bergwerkführung machen. Ich weiß nicht, ob das aktuell offen hat, aber ja, war ich damals auch als Kind immer oft drin mit meiner Oma.
Und dann kann man da überall so, ja, gucken, wie die Leute früher gearbeitet haben, wo und so. Spannend. Also, ja, sehr zu empfehlen hier. Und es ist so schön. Also, ja, wir haben jetzt die ganze Zeit schon wieder Fotos gemacht, aber jetzt werden wir noch ein bisschen genießen. So ist es irgendwie voll oft so, gell? Wir kommen irgendwo hin, machen erstmal ganz viele Fotos und dann im Nachhinein so, haben wir eigentlich für uns irgendwas auch genossen? Nein. Ja, wir gehen jetzt rodeln. Ja, ja, genau. Voll, freue mich. Oh, wir haben uns was besorgt. Einmal einen leckeren Kartoffelsalat und eine Semmel und ein Wasser. Wir haben auch sowas mitgenommen noch. Und zwar einmal, falls ihr die nicht kennt, und so Satan, Landjäger Dinger. Die schmecken wirklich sehr, sehr gut. Und hier ist noch eine Salzstange. Oh, die ist auch lecker. Voll gut. Und das ist der Ausblick. Wow. Richtig schön. Bayern ist schon schön, also muss man schon sagen. Ich bin echt jedes Mal wieder begeistert, wenn wir irgendwo hinfahren. Also die Heimat kann schon mithalten, gell? The day is breaking softly and the night is glowing true. I feel a million eyes, but I can just see you. No rain, no thunder. Nach dem Essen machen wir uns jetzt zurück ins Tal. Aber mit der Rodelbahn. Hier kann man nämlich rodeln, genau. Ja, also man kann einmal mit der Seilbahn zurückfahren, aber auch rodeln. Und wir rodeln natürlich. Klar. What else? Und ich habe die GoPro dabei und die schalte ich jetzt gleich ein und dann könnt ihr mitrodeln. Let's go. So, Friends, das war's für heute. Hat Spaß gemacht. War sehr, sehr nice, war jetzt auch das cool. Runterfahren. Gell? Wobei die Rodelbahn, muss man echt sagen, das hier, ist echt schon alt. Also ich war damals mit meiner Oma als Kind, ich glaube, das habe ich auch sehr oft im Video gesagt, und da gab es die schon. Also man merkt, die ist schon so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. In die Jahre gekommen. Es gibt ja auch noch eine coolere Rodelbahn, die ist in St. Engelmar, gell? Mhm. Irgendwo da in der Nähe. Da ist die Rodelbahn auf jeden Fall viel, viel nicer. Und viel länger und länger, so. Ja. Aber das macht auch Spaß. Also war echt voll schön. Vor allem, weil wir gar nicht eigentlich so weit zu fahren haben, um so eine schöne Natur wie hier zu haben. Ja. So, ja. Urlaub in der Heimat sozusagen. Schreibt auch mal gerne in die Kommentare, ob ihr dieses Jahr in den Urlaub fahrt, wohin ihr fahrt oder ob ihr vielleicht auch die Heimat erkundet und welche Tipps ihr da habt, falls ihr aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz kommt, wäre auch mal cool zu wissen. Das ist eine gute Idee und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Däumchen da. Ihr wisst ja, ein Däumchen wäre ein Träumchen und wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das auch gerne hier kostenlos tun und dann sehen wir uns beim nächsten Mal schon wieder. Macht es gut, ciao. Tschüss.